Im Oktober fand im Rahmen der diesjährigen Zentralasiatischen Medienwerkstatt ZAM das Seminar Junge Redakteure in Almaty statt. Die Zentralasiatische Medienwerkstatt hat in Kasachstan schon eine recht lange Tradition. Hierfür wurden 10 Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse aus DSD-Schulen ins Deutsche Haus eingeladen. So konnten sie erste Einblicke in den Beruf gewinnen. Das Seminar leiteten der ZFA-Leiter in Kasachstan Mario Schönfeld und der IFA-Redakteur bei der Deutschen Allgemeinen Zeitung Christoph Strauch. Wir haben dieses Jahr mal überlegt, wie können wir die gesamten Ergebnisse und die Arbeit noch authentischer machen. Und wir können wirklich sagen, das ist uns am Ende auch gelungen. Dadurch, dass wir 2 deutsche Unternehmen in Almaty besucht haben. Auf dem Programm stand zunächst ein Besuch bei der kasachischen Filiale des Unternehmens BSH, neben der Robert Bosch, eines von 2 Unternehmen, die in Kasachstan die Marke Bosch vertreten. Es bietet Klein- und Großgeräte für den Haushalt an. Bei dem Besuch hatten die jungen Redakteure die Gelegenheit, Igor Petrov, leitender Direktor von Robert Bosch, Fragen zu seinem Unternehmen und dessen Produkten zu stellen. Es gab auch die Möglichkeit, mit unseren Schülern unter Anleitung eines professionellen Koches da die Küchenutensilien und Maschinen auszuprobieren und da gewisse jugendtypische Gerichte auch selbst zu kochen und dann natürlich zu essen. Sie bekamen dabei auch einen Eindruck davon, wie die Küchgeräte der Marke Bosch das Kochen erleichtern und beschleunigen. Am besten hat mir das Interview mit dem Direktor von Bosch gefallen. Es war sehr interessant für mich zu erfahren, wie so ein einflussreiches Unternehmen funktioniert. Und ja, ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit, mein Deutsch zu verbessern. Auch haben wir sogar eine Geschenke bekommen. Das war sehr nett und das hat mich sehr gefreut. Der nächste Besuch führte die Jugendlichen in die Schuluniformfabrik Angelher, die der Kasachstan-Deutsche Evgeny Mikhailovich Angelher gründete. Da haben die Schüler natürlich genau das gesehen, was sie jeden Tag eigentlich tragen, nämlich die Schuluniform, wie sie hergestellt wird, welche Prozesse im Vorfeld geregelt werden mussten. Heute besteht der Betrieb aus 4 Produktionseinheiten mit je 10 Mitarbeitern. Die Schuluniform, die Marke Angelher, vertreibt das Unternehmen in ganz Kasachstan. Das hat sowohl den Schülern Spaß gemacht, als auch, dass die Ergebnisse wirklich äußerst authentisch geworden sind. Ich freue mich sehr, dass ich hier in das gekommen bin und solche Ergebnisse bekommen habe. Und ich möchte Deutsche Allgemeine Zeitung vielen Dank sagen. Zurück im Deutschen Haus verarbeiten die jungen Redakteure schließlich ihre Erlebnisse in Textform. Die Schüler in der Lage waren und jetzt eigentlich sind, sich mit der Arbeit eines Journalisten aktiv auseinanderzusetzen. Sie sind heute in der Lage, journalistische Texte zu schreiben. Ich möchte Mario und Christoph Danke sagen, weil das ein unvergessliches Erlebnis war. Ich habe so viele Informationen bekommen und die mir in Zukunft hilft. Vielen Dank. Wir haben auch diese schönen Hefte und diese Zeitung bekommen und es ist sehr interessant auch. Gemütliche Atmosphäre, nettes Team. Vielen Dank für die Erfahrung, die ich in diesen Tagen bekommen habe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und vergessen Sie nicht, sich nach neuen Ereignissen der Deutschen Allgemeinen Zeitung zu erkundigen. Bitte lesen unsere Artikel in DAZ. Lesen Sie DAZ.